Aus der Region für die Region. Das Migros-Label für regionale Produkte wünscht gute Unterhaltung bei SRF Bitte Lüt. Im Oberwallis, weit über dem Rhonetal, zwischen kargen und hohen Bergen, da gibt es ein abgelegenes Dorf, Fischbertermine, die Heimat von 1400 Einwohnern. Im stotzigen Rebberg packt im Herbst das ganze Dorf mit an. Hier gibt es Freundschaften, die ein Leben lang haben. Ja, yeah! Wir sind gerade lachen, wenn ich das sagt man jetzt. Die Religion spielt eine wichtige Rolle. Traditionen gibt man über Generationen weiter. Und die nächste ist schon in den Startlöchern. Das sind Geschichten aus Fischbertermine. Das ist SRF bei den Leuten, unser Dorf. Es ist ruhig in den engen Gassen zu Fischbertermine. Oder Derbinu, wie die Einheimischen sagen. Das hat einen guten Grund. Im Rebberg, gerade unterhalb des Dorfes, feiern die Bewohner zusammen mit Touristen das Weingrillfest. Darauf hat das Dorf das ganze Jahr geplant. Auf dem Weg dorthin ist auch Judy Kreuzer mit ihrer Schwester und deren Kindern. Ich bin ganz viel lange immer selber mitgemacht und gearbeitet. Und hier bin ich halt schwanger. Es ist ein bisschen schwierig mit Wein und Essen. Und so. Das Fest ist eigentlich eine Wanderung über 8 Etappen, vom Tal bis rauf ins Dorf. Fast jede Familie im Dorf hat hier ein Stückchen vom Rebberg. Jetzt kommen wir noch gerade zum Stickelte vorbei, also das Minum neuestens. Das ist das Brie, das ist das Heida-Stickelte. Und ja, das machen wir so mit der Familie zusammen und die werden das bearbeiten selber und schneiden und ernten. Und das ist das da gerade da. Heida ist das jetzt. Heida ist übrigens eine Traubensorte. Hallo. Hallo. Gut. Ja. Ja. Ich auch. Ja, einfach Mietli. Ja, das geht. Und ihr? Stress? Hey, Stress. Hast du einen Muskelkater? Nein. Der Mann von der Judith, der Alois Jenelten, oder Visi, wie sie ihm alle sagen, ist einer der vielen Helfer am Fest. So Sachen funktionieren nur, wenn es ganz viel mithelfen. Also, wenn es nicht die ganze Freiwillige und nicht wäre, würden so Sachen nie stehen. Das wäre finanziell gar nicht möglich. Oder bleibst du hier? Ja, ich muss ein paar Löcher nehmen. Okay, dann gehen wir mal essen. Gut, machen wir das. Bis nachher. Schön, ciao. Tschüss. Also, Hunger. Ja, genau. Für Judith gibt es heute nur etwas Alkoholfreies. Weindorf hin oder her? Ja, also ich hänge lieber einen Schluck Wein. Aber das ist gut. Ich halte es noch so ein halbes Jahr durchhalten und mit dem Still und was auch immer. Und nachher freue ich mich extrem mit einem feinen Glas Rote. Weiter rauf macht Judith heute nicht. Sie bleibt beim Visi, ihrem Mann. Für alle anderen geht die Wanderung weiter zum nächsten Posten. Geht es gut? Das ist besser. Der Peter Gottsponner und der Andreas Zimmermann machen hier Raclette. Ja, für mich persönlich ist das Weingrillfest einfach Kameradschaft. Miteinander etwas auf die Beine stellen, miteinander Freude haben. Gegenüber den Leuten, wenn man so sieht, wenn die ganzen Leute kommen und so, die Freude, die dann entgegenkommen. Wenig so. Verzicht, oder? Nein, ja, nein, nein. Das kehren wir gerne. So. Insgesamt arbeiten 300 freiwillige Helfer aus dem Dorf am Fest. Wir sind mal geehrte gekommen durch das, weil die Zusammenarbeit des Dorfes. Haben Sie schon mal einen Preis gegeben? Haben wir ins Dorf einen Preis gewonnen?
mit dem. Weil wir immer so zusammengeholt haben. Jedes alles organisiert. Es gibt viele Sachen, die wir. Wenn ein Verein im Dorf irgendetwas hat, dann hilft das ganze Dorf. Und ein Gläschen vom hauseigenen Wiese gehört natürlich an jeder Etappe dazu. Das ist halt einfach hier eine Kultur in uns, oder? Es gibt ja fast keine Familie, die kein Wein hat in dem Sinne. Eine Genossenschaft oder privat, wie immer. Oder? Meine Mutter hat auch Reben. Zwar nicht viel, aber 450 bis 500 Quadratmeter. Und wir haben ja die innerhalb einer Familie selber bewirtschaftet und den Wein abgegeben. Die letzte Etappe und ein richtiges Dorffest ist im Wieler Oberstauden, das zu Fischbertermine gehört. Die Therese vom Sattel und die Martha Zimmermann gehören zu den Dorfältesten und haben die Wanderung nicht machen können. Sie sind gerade direkt hierher gekommen. Nein, früher hat es das nicht gegeben. Nein. Das ist eine gute Sache. Ja. Da kommst du noch so ein bisschen zusammen und also kannst du das mit anderen noch. Das ist wirklich. Ja, das ist schon recht. Ja. Da können jetzt auch so die Eltern und die Jungen. Und das ist eine gute Sache für das Dorf, wenn du noch ein bisschen zusammenkommen. Ein paar Tage später. Es ist ein wichtiger Tag für das Dorf. Das Wetter ist launisch da oben. Von diesem bisschen Regen lässt sich aber niemand aufhalten. Auch der Peter Gottspohner ist im Schuss. Heute bekommt Fischbertermine einen neuen Pfarrer. Die wollen begrüßen mit Pauken und Trompeten. Das Dorf ist das ganz sicher ein Höhepunkt. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass man einen Pfarrer bekommt, weil es gibt länger, weniger Pfarrer. Und wir müssen eigentlich froh sein, dass wir noch einen bekommen. Weil das ist nicht selbstverständlich mehr, dass jedes Dorf einen Pfarrer hat. Und das ist sicher ein Freudentag wieder. Ein Höhepunkt ist es nicht nur für Fischbertermine, sondern auch für Peter Gottspohner. Er ist der Dorffähnrich und darf heute an der Prozession die offizielle Fahne tragen. Ein bisschen bin ich ja nervös, weil ich mache es sehr mal. Aber es geht schon. Ja. Also ich bin sehr gestern schon mal um, aber jetzt so ein öffentlicher Anlass bin ich sehr mal. Aber so schlimm ist es nicht, es geht schon. Ich hoffe, ich bringe noch rauf. Aber es geht schon. Kein Problem. Der neue Pfarrer heisst Bruno Zurbriggen. Er ist künftig für die Seelenheil der Dorfbewohner zuständig. Der Glaube und Tradition ist ganz fest verwurzelt. So, es geht los. Der Peter läuft mit dem Gemeinderat mit. Als Gemeindefähnrich ist er im Dorf gewählt worden. Das ist sicher nicht jedermanns Sache, da geht er vorne zu tragen. Ich habe dem noch so Freude. Das ist toll. Ich mache es gerne. Sicher ist mir das stolz, das ist ganz klar. Du musst von 1500 Einwohnern in unser Chor kommen, als Gemeindefähnrich. Das müssen wir gerne machen und stolz sein, das ist richtig so. Bei mir ist es gesehen.
sehr unser Papst, der Franziskus, das ist sein erstes Auftreten. Aus schwerwiegenden Gründen verlängert. Die Kirche ist nicht immer so voll wie heute. Außer am Mittwoch gibt es hier jeden Tag eine Messe. In diesem Haus wohnen Therese vom Sattel und Martha Zimmermann. Und mit über 80 stehen die beiden noch regelmässig im Garten. Heute mache ich Kreuzstille. Kreuzstille mache ich heute. Sag ich nicht mal den flotten Knoblauch. Die 84-jährige Therese ist verheiratet. Die Martha ist ein Jahr älter und verwitwet. Die beiden sind Schwägerinnen. Ich bin ganz interessiert. Heuer hat es nicht so viel Herdöpfel wie andere Jahre. Nicht gerade so. Nein, ich soll jetzt nicht gerade so. Nein, der hat fast Stück. Ich habe nicht gerade so viel dran. Ich könnte jetzt irgendwie sehen, jetzt wird noch besser gewandt. Die Herdöpfel oder Herpfel, wie man hier sagt, waren schon immer wichtig im Dorf. Das ist Gürtel. Wir sind hier so gewandt mit den Herpfeln. Das ist selten eine Mahlzeit, weil man nicht Herpfel hat. Immer fast mit Gelmo. Ja, ja. Die beiden haben ihr Leben lang hart gearbeitet und nie geklönt. Jetzt sind wir im Himmel gegen uns früher. Wir müssen ein Ehrenwort sagen. Jetzt haben wir hier zu essen und haben hier, was wir wollen, haben wir doch jetzt. Und schaffen wir so schön noch an dem. Sagen wir, sind wirklich zufrieden, wie es geht? Ja, ja. Sagen wir, können sind wir zufrieden und ihr tun das? Wirklich nicht. Und dann will er noch so können schaffen. Ja, aha. Therese und Martha wissen, dass sie ziemlich einen urchigen Dialekt haben. Alles verständlich. Nicht mehr, was ihr ja, gesagt habt. So, die alten Worte. So. Als Beispiel sagen wir jetzt, als was sagen wir, geht ihr das Garejo? Ja. Garejo. Riech mir das. Und sie sagen jetzt so, Gaholo. Das ist mir aufgefallen. Aber. Wir haben das Wort nicht fast Französisch oder so. Das sagen wir gerne. Wir sagen jetzt, wenn man den Regenschirm sagt, sagen wir heute Parasol. Parablü. Ja, ich sage, dass gewisse Worte nicht, dass wir... Kann alles anders sein. Ja, ja. Der Andreas Zimmermann ist wie jeden Tag auf seinem Elektrotöff unterwegs. Der Andreas ist nicht etwa Pöstler. Er fährt auf dem Elektro-TÜV, weil er seit kurzem nicht mehr Auto fahren darf. Das Ascher-Syndrom ist eigentlich eine Erbkrankheit, wo du Hörbehinderung hast und auch eine Sehbehinderung. Mit nur 10 Stundenkilometer fährt er zu seinem Arbeitsplatz. Ich bin seit Geburt hörbehindert. Ich habe rund 40%, wenn ich noch umkehre. Aber das ist eigentlich seit Geburt immer stabil. Jetzt mit dem vorgeschrittenen Alter ist bedingt durch das Ascher-Syndrom die Sehkrankheit dazu gekommen, Retinitis pigmentosa. Im schlimmsten Fall könnte er einmal erblinden. So weit ist es aber noch lange nicht. Der Hausarzt kontrolliert regelmässig, ob er noch mit seinem TÜV fahren kann. Durch die Diagnose, die ich vor 2 Jahren bekommen habe, von meiner Augenkrankheit, Mir hat die Ärztin gesagt, ich darf nicht mehr Auto fahren, weil mein Gesichtsfeld ist dermaßen eingeschränkt. Jetzt mit dem Elektro-TÜV habe ich etwas Gutes gefunden, dass ich trotzdem mobil bleiben kann und euch die Sicherheit gegenüber 3 Personen gewährleisten kann.
Ja, wenn das der Blinde ist, ja, das ist schon schlimm. Dann will ich eben nichts kehren. Ja. Und darf er sehen. Wie es mir sein. Es ist schon oder? Schlimm, wenn man sieht. Es ist der, aber wenn man nicht kehrt, ist der nicht so. Ist der nicht nett, aber. Irgendetwas. Was hast du jetzt darum, sagt man dem? Andreas hat zusammen mit seinen Cousin eine Zimmerei. Er arbeitet aber auch als Sanitär, flickt Heizungen oder Hausdächer. Im Dorf bekommt er jede Unterstützung, die er braucht. Was mich einfach besonders Freude einfach im Rücken, was für mich wichtig ist, ist einfach der Zusammenhalt, wenn man die Leute einander kennt, mit den Vereinen und so weiter. Muss jemand, muss ein Teil von der Gesellschaft, wenn es einem zum Beispiel sollte nicht so gut geht, dann spürt man, dass andere Leute da sind, dass die mit dir mitfühlen. Wenn man Freude hat, dass man das miteinander teilen tut und so. Muss einfach ein Teil von der Gesellschaft, das ist das, was ich im Rücken einfach schätze. Die Gebidomalp ist auf 2200 Meter über Meer, oberhalb von Fischbertermine. Das ist die Hütte der Schafzuchtgenossenschaft Fischbertermine. Am Morgen früh müssen die Schäfer ihre Tiere zusammensuchen. Die haben den ganzen Sommer ohne Zaun im Nanztal gelebt. Was machen wir jetzt? Geht der Weg ist fertig? Ja, ja. Ich muss es hier hin, aber ich. Ja, passt schon. Peter Gottsponner geht mit seinem Onkel, dem Kari, und seinem Cousin, dem Kasian, ein paar Ausreißer suchen, die er am Abend vorher mit dem Feldstecher hat gesehen hat. Also jetzt gehen wir ums ganz hohe Raum auf die Station. Und dann schauen wir, ob wir ein Schaf sehen. Jetzt gehen wir mal suchen. Ist das ein Schaf, der oben drin war? Kehrst du rein? Gämmchen. Kehrst du rein? Gämmchen, jetzt hat Gämmchen gesehen. Schon gesehen. Das Reichel ist aber drin, so sind sie. Ja. Die Glocke, kehrst du? Im Herbst, noch vor dem ersten Schnee, müssen die Schafe ins Dorf runter. Die können sich frei bewegen auf der Alpe, ja. Im Sommer durch. Nachher im Herbst musst du natürlich schauen, wo die sind. Und du bleibst oben, wenn du einen Hauer oder zwei Schafe siehst. Die musst du holen, da kannst du nicht sagen, die leben jetzt da. Die musst du einfach holen. Das ist so. Komm. Komm, schon komm. Ah, komm. Es sind typische Walliser Schwarznasenschafe. Am besten kann man sie mit etwas trockenem Brot anlocken. Früher hat es neben den Schafen auch noch mehr Kühe gegeben als heute im Dorf. Die alte gesessene Therese und Martha haben das Leben lang gebaut und mit den Tieren einen riesen Krampf gehabt. Die wir immer müssen gehen, ein paar zwei, drei Stunden am Morgen. Dann haben wir sie in den Stall getan. Dann haben wir wieder zu zervieren und dann wieder ins Land. Dann haben wieder am Ingetan und dann haben wir zu viel Melon. Das haben wir in den Doktor gemacht. Ja, ja.
Der jetzt also. Ich kann es nicht. Ja, ja, wir haben. Wir haben ein hohes Geschäft gehabt. Und wir besser Sorge gehabt, was ist. Im alten Teil des Dorfes ist Nathalie Zeiter unterwegs. Sie ist erst 28 und schon die Chefin der Heida Beiz. Das ist mein Reich hier, ja. Mein zweites Heim. Ich verbringe extrem viel Zeit hier. Und also eigentlich mehr als daheim. Ich habe mit 23 angefangen. Ich habe die Kochlehre gemacht in Zermatt. Und das war immer meine Träume, dass ich mal ein eigenes Restaurant habe oder ein Hotel. Und dann nachher unten aufheichen. Und hoffe, dass so viele Leute wie möglich kommen. Kurz Mittagessen. Nathalie hat hier Angestellte im Betrieb. Hallo, Katharina. Hallo, Nathalie. Wie geht's? Gut, und dir? Ja, ist besser. Ja, ein bisschen, aber. Hast du Medikament geholt? Ja. Ja. Genau, das kommt schon gut. Und dann bleibst du am Abend daheim, wenn es dir nicht besser ist. Ja. Geil. Du warst gestern lange. Bis um 1 am Morgen. Ehrlich? Aber es geht schon. Ah, ja. Ah, ja. Gut. Geil. Mal. Ist lustig. Und wie viele Reservierte sind jetzt Mittag? Also ab und zu kannst du 6 Personen aufdecken. Ja. Nachher der Konrad kommt und die Coiffeuse und nachher der Gerald noch mit dem Arbeiter, die 2. Dass die Serviertochter Katharina nicht so zweg ist, kommt der Chefin ungelegen. Also, Stange habe ich schon mal da. Ja. Ja, das Problem ist einfach, dass sie einfach so Hüste hat und Halsweh hat und dass einfach das auch mühsam ist vor den Gästen zu arbeiten. So, weil du musst ja immer probieren, auch wenn du einen Hüstenfall verkaufst vor den Gästen, ist ja wirklich nicht angenehm. Und so, dann ist sie das schon am Abend daheim lassen. So. Nathalie ist der gute Ruf wichtig. Bevor sie hier Chefin wurde, ist das Restaurant nämlich gar nicht mehr gut gelaufen und kurz vor dem Ruin gestanden. So. Ein Güte miteinander. Ein Güte zusammen. Ja, wenn ich das übernommen habe, ist ja ziemlich viel Arbeit müssen drin stecken, dass einfach die Heimischen vor allem wieder kommen und halt den Gästen so wieder schmackhaft zu machen. Schon allein mit der Küche und so. Bei Schwangeren Judith Kreuzer kann es jeden Moment mit der Geburt losgehen. Was im Haus jetzt noch fehlt, sind Schiebetüren fürs Kinderzimmer abzutrennen. Ihre Mutter Visi und ihr Bruder Rinaldo machen den Umbau selber. Judith assistiert und befiehlt. Also ich bin auch, glaube ich, zu viel am Arbeiten momentan. Also so. Peppa, wenn ich so kann, still sein und nichts machen. Das hat, glaube ich, ein bisschen langsam. Piano. Soll etwas helfen? Ja, der Ding soll jetzt die Frage abbrechen. Soll ich kommen? Nein, ich kann nicht. Gut, dann warte halt. Judith ist das erste Mal schwanger. Sie ist scheinbar gewundrig. Ja, wie sieht es uns? Was hat es von ihm? Was hat es von mir? Die klassischen Sachen. Das ist total spannend. Also, und ich bin froh, wenn es einfach da ist. Und sicher, wenn es gesund ist. Aber eigentlich ist es egal, was zum Medienbüro oder was immer. Einfach gesund ist schon schön. Ja. Es ist ein kleines Wunder. Es hat zuerst so ausgesehen, wie wenn sie kein Kind bekommen könnten. Ja, ich hatte vor 10 Jahren Hodgkin, das ist Lymphknotenkrebs. So. Und in der Liste. Oder? Und dann musste ich mich hier operieren und mich hier bestrahlt. Oder?
Und dann haben sie gesagt, Mensch, ja, ich kann dann nicht so genau schiessen, oder? Und es könnte sein, dass ich nicht mehr fruchtbar sein würde, so, wenn ich noch Kinder würde. Und das ist das halt extrem schnell gegangen. Ja, also eigentlich überraschend und gleich total schön so, aber wir haben wirklich mit allem gerechnet. Also ich habe gefunden, wenn es dann nicht klappt, ist es okay. Der Rinaldo, der Bruder von der Judith, ist ziemlich sicher, was es gibt. Das geht an Biob. Ganz sicher an Biob. Ja, ich glaube, mein Bruder ist falsch. Ob Bub oder Mädchen, Hauptsache das Zimmer wird vor der Geburt fertig. Oberhalb vom Dorf sind die Hirten mit den eingefangenen Schafen beim Gebidumsee angekommen. Der ist ganz in der Nähe der Alphütte. Im letzten Jahr hat der Wolf hier ein paar Schafe gerissen. Das gibt es Reden da oben. Der Wolf ist einfach. Für uns ist das nur negativ. Ein Schäfer. Also ich sehe da überhaupt keinen Zweck, was er erfüllt. Der sieht man ja nie. Der ist der. Als wildes Tier, so wie ich sagen, der bekommt man selten ein rotes Gesicht. Und er macht einfach die ganze Schafe kaputt. Das ist einfach ein riesen Schott, finde ich. Ich kann es einfach nicht begreifen, dass ein Tier wie ein Wolf 25, 30 Schafe töten muss. Was ist ein Eigentum? Was wir aufziehen, was wir pflegen, was wir das ganze Jahr mit ihnen zu tun haben. Und dass das Tier einfach alles kaputt machen ist. Ohne dass dem etwas passiert, das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Komm, hopp! Hey. So. Ah, das ist vollbracht. Jetzt kommen noch die anderen Schäfer mit den Schafen aus dem Nanstal zurück. Die Dülle täuscht. Die alte Tradition der Schafhirten könnte leider schon gleich aussterben. Nachfolger? Kaum. Das wäre etwa die Letzte. Also wenn jetzt von Brüdern, von mir oder von denen, die noch hier sind, die 10 vielleicht etwas Interesse haben, dann ist es schwierig, ganz schwierig. Das macht mich schon ein bisschen traurig, ja. Das ist eigentlich ein Schatt, dass das niemand machen will. Aber auf Wildtag, heute sind die Leute ganz anders als früher, oder? Die brauchen das im Prinzip nicht mehr zum Leben. Husel! Husel! Hat dem Hermann der Mädel gesagt, dass ich rüberkommen kann? Ungefähr 500 Schafe haben die Hirten zusammengetrieben. Sie haben alle gefunden. Mir gefällt das, wenn die Schafe wieder zurück sind, oder? Wenn sie lebend nicht da sind. Das könnte auch anders aussehen, oder? Die könnten heute ziemlich kaputt sein oder vom Blitz erschlagen oder eben Wolf rissen. Das ist einfach schön, wenn sie wieder zurückkommen. Das hat jeder Freude, wenn sie wieder sieht. Weniger. Thank you.
Der Andreas Zimmermann, der selten ein Usher-Syndrom hat, lebt mit seiner Familie ganz oben im Dorf. Seit 4 Monaten ist er glücklicher Papi. Marilou heisst die Tochter. Jetzt kann es schon recht kontrolliert mit der Hand umgehen. Und merkt gut. Ja, das ist gleich. Geheiratet hat er eine Auswärtige. Joël kommt aus dem Welschen, von Lesa. Auch wenn es im Dorf schöne Töchter hat. Mal, ich gebe schöne Frau, weil ich im Dorf interessant sind. Aber die hat mich nicht wollen. Die hat mich einfach nicht wollen. Joël und Andreas kennen sich schon ein paar Jahre. Auf Fischbertermine gezügelt ist Joël aber erst gerade im April. Es war schon klar von Anfang an, dass ich irgendwann hier komme. Ich denke zwischen uns. Also, dann habe ich, als ich schwanger war, dann haben wir uns definitiv entschieden, dass ich hier komme. Sonst hätte ich vielleicht noch ein bisschen gewartet, weiß ich nicht. Aber dann, das war der Kick, der uns ein bisschen bewegt hat. Ja, ich kenne dich nicht. Ich kenne mich auch, dass sie sehr, sehr eine flotte Frau und die tut sie sicher schon gut. Gut, sie drin passen. Ich weiß nichts, so. Kann ich nicht sagen. Das ist der Welt, in der Lohne. Ja, aber sie hat es bei uns geschafft. Sie kann nicht. Aha, dann kannst du Deutsch. Ja, sie kann Deutsch. Oh, ja. 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 Wenn wir das Windel dann kennen, gell? Ja, ja. Ja, Marie. Ja. Ja, jetzt habe ich die Windel gewechselt. Ja. Ja, hat er auch schon. So. Jawohl. Toli. Ich kann mich noch erinnern, bei der Geburt, wenn das kommt, dann ist das da. Das wickelt dich, das kommt ums Herz um, das packt dich. Da bist du einfach, das erobert dich in einer Sekunde. Da bist du einfach hin und weg. Ich bin so dankbar, das ist etwas Wunderbares. Gell, Marilou? Ja? Marilou, schaut mal, wie flott. Andreas hat sich Gedanken gemacht, ob er seine Erbkrankheit weitergeben könnte. Ich habe einen Spezialisten in Zürich geredet und sie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist so klein. Wir können ewig Gas geben. Wenn sie probieren, die nur zu Eltern Glück probieren. Und das ist ja das Renzbech, wenn die wirklich euch das Usher-Syndrom kriegen sollten. Die Wahrscheinlichkeit ist ja so klein. Naja. Das Risiko ist ja auch Zeit gegangen. Ja. Mal. Gell, meine Lieblinge? Bis jetzt sieht alles gut aus. Die Marilou ist kerngesund. Dass der Andreas das Usher-Syndrom hat und irgendwann könnte blinden, wissen die beiden erst seit 2 Jahren. Das war schon ein bisschen hart. Aber andererseits denkt man ja, es kann jeden Tag etwas passieren. Das einzige Unterschied ist, dass man weiß es jetzt, dass etwas wird passieren, sehr wahrscheinlich. Aber ich habe auch überlegt, kann auch in einer Woche ein Autounfall oder und du bist gleich so weit und ja. Und wir wissen noch nicht, wie schnell das entwickelt sich. Und ich habe auch gedacht, wenn er mit dem Alter noch so gut sieht. Das heißt, es entwickelt sich, diese Krankheit entwickelt sich nicht so schnell bei ihm. Bei der Hochschwangeren Judith daheim ist die Tür zum Kinderzimmer jetzt fast fertig. Also wenn da Licht und hier Licht ist, dass da nicht steht. Also der erste da, dann kann ich zwei weiß wie. Ja. Das ist halt mein altes Bett, das hat man mit meinem Papa noch gemacht. Und das hat mir jetzt die Schwester so ein bisschen geputzt und neue Matratzen drin getan. Da sind glaub, sogar wir Kinder noch drin gelegt. Ja, viel Herzblut. Und dann ging es.
hängen wir sicher auch Freude. Auch schon rennen gsi mit meinen Brüdern. Nicht lang nachdem Judith gewusst hat, dass sie ein Kind überkommt, ist ihr Vater gestorben. Eins Leben kommt und eins geht. Also, der Papa ist gegangen im Frühling, jetzt kommt ein neues und das tut gut. Schäfer auf der Gebidomalpe bekommen am Abend einen hohen Besuch. Der Gemeinderat kommt vorbei. So, jetzt haben wir rein, Chef. Ciao. Also jetzt ist einfach so ein Auditor oder das Jo, dass der Gemeinderat in Brüche kommt. Das machen wir jetzt schon seit, ich weiß nicht, seit 100 Jahren gibt es das schon. Das holt aber so weiter. Die bringen immer das Fosse Flut ein, mit der schon gehört. Es ist auch Tradition, dass der Peter Gottsponner für die Schäfer unter Höchbesuch kocht. Der Kochen ist für mich etwas Schönes. Weil, ich bin gerne essen, das sieht man hier nicht. Nein, ich mache es gerne, wirklich. Sehr gerne sogar. Wahrscheinlich, bis gleich noch gestorchen ein bisschen. Gut. Das ist der Lomontergott. Das ist von Egon der Schaf, von den Wurden. Was gehört dazu von mir, aus gesehen? Ich habe mit dem noch nie ein Problem gehabt. Aber für mich gehört das einfach dazu. Im Dorfungen sind jetzt die Jungen unterwegs. Die 13-jährige Lisa Maria und ihre Klicke machen sich auf den Weg in eine spezielle Hütte. Mit den Hütten, das war schon immer so, dass das gemacht hat. Aber es ist ein bisschen verloren gegangen. Wir hoffen, dass wir das mit den Hütten wieder können. Wieder brauchen. Aber vor allem früher waren ganz viele Hütten hier im Dorf. Die kennen wir die schon. Die kennen wir, ja, so ein kleines. Ja, ja. Die kennen wir die, schon. Das gehört zu mir, gell? Ja, die, ja. Morgen gehe ich einfach auf Mailand. Am Sonntag wissen wir. Der Mama, mein Papa. Geht im Auto? Marcia? Ja, der geht zur Grossmama. Sie hat das auch Panik abgefüllt. Nicht wirklich. Ja, das die Hütte gehört eigentlich am Grossvater von der Lisa Maria. Es ist typisch für Fischbertermine, dass es Glicken gibt, die zum Teil bis ins hohe Alter bleiben bestehen. Es riecht. In dieser Glicke hier gibt es nur Mädchen. Zuerst waren auch noch Buben dabei. Die hat aber Lisa Maria rausgeschossen. Das ist ein paar. Kann ich das? Nein. Du? Aber nicht, der kommt jetzt gerade im Kino.
Ja. Also was macht vor allem an Bebenschritt, wenn sie so wichtig sind? Und sie kommen halt vor der Grund und ich bin der Beste und unglaublich prahlen mit jeder Sache und sich einfach für den Besten halten. Und das mag ich gar nicht. Und gleich, Buben sind ein wichtiges Thema in der Hütte. Ja, yeah. Schnell weiter. Oh yeah. Das ist der Mann. Das ist jetzt noch nicht so ein Leiden. Nein, no, ja. Der gefällt mir nicht. Blonde. Ich habe keinen Freund. Kein nicht. Ja, alle sind. Ja. Forever alone. Nein. Nein. Ist ein Picknick wie treffen. Was? Ich würde den ausnehmen. Wenn wir über Bücher reden und nur bestimmt, dann haben wir für die am Zahlen erfunden. So kein Name. Also das ist das niemand merkt, das geht. Und dann reden wir einfach dann. Dann kommt einfach niemand zu. Wer ist denn los? Wer ist denn jetzt? Ja. Da gibt es keine blöden Fragen. Es gibt aber auch andere wichtige Themen hier. Sie müssen spontan, ich mag zuverlässig, das oder das. Wir erfüllen hier gerade einen Test, was darum geht, was für ein Beruf sie ist. Und ihr glotzt den Minutentakt auf eurem Handy. Eigentlich weiss aber Lisa Maria schon, was sie werden will. Ja. Ich wollte gerne mal Schauspielerin oder etwas mit Fernsehen oder aber Radio oder irgend so etwas machen. Ja, ja. Oh, ich kann die Piste holen. Und so, wenn man, wie, da kann ich da oben. Ich kann hinter mich kommen. Da kann ich da bloß nicht auch reden. Ja, da läuft ja. Ja, was sollt ihr da machen? Ja. Hollywood ist aber nicht gerade um eine Ecke. Also jetzt wollte ich noch gar nicht arbeiten und wohnen, weil ich jetzt eine neue Kollegin habe in die Schule gehen, weil die jetzt nicht irgendwas woanders sind. Und später würde ich sehr gerne auch noch in der Schweiz bleiben, aber vielleicht auf Bern oder auf Zürich oder irgend so wohnen. Ja, weiß nicht. Oh, 11 Uhr am Abend im Haida-Restaurant. Die Serviertochter Katharina ist gang noch krank. Zara hat ihre Schicht übernommen. Bei der Nathalie Zeiter trifft sich jung und alt. Die Nathalie ist gang noch am Arbeiten. Hat ihr noch etwas gewählt? Den Auto, Nati. Ja. Ha? Ja, wir haben auch Reisen. Machen wir den Eis? Seit dem 8. Morgen bin ich auf der Bay. Ja. Es sind lange Tage, aber schön, wenn das etwas läuft. Mit dem Haida hat sich Nathalie einen Traum erfüllt. Da bleibt kein Platz für einen Mann. Es ist halt auch schwierig, einen Partner zu finden, weil das auch akzeptiert und versteht, dass man einfach so viel halt im Restaurant ist und dass man halt einfach nicht viel Freizeit hat. Ja, und dann müsste man schon fast irgendjemanden haben, der aber in der Gastronomie ist und der das versteht und akzeptiert. Hast du das schon ein paar Jahre mit einem zusammen gesehen? Ah, und jetzt schon bald keine mehr, hm? Nein, ist schon ein paar Jahre nicht mehr. Tschüss, Samo. Danke schön. Merci. Tschüss. Mitten in der Nacht, das ganze Dorf schläft. Aber bei der schwangeren Judith Kreuzer geht's los. Das Spital ist 9 km weiter unten im Tal. Das nächste Mal kommt Lisa Maria Irigotte auf Fischbürtermine zurück. 20 Jahre hat sie im Ausland gelebt. Es sieht wirklich auch so aus, als ob etwas hier ist, das uns zurückzieht auf eine Art. Es ist eigentlich cool, dass sie jetzt wieder hier ist. Judith Kreuzer ist endlich Mami. Geil, ist ein Hübsche. Es ist wirklich das neue Leben hier, das kleine. Und keine Ahnung, wie es geht, aber ja, ja, eins für eins. Grosser Tag für Peter Gottsponner und seine Schafe. Schüler, jetzt mehr da, etwas grösser. Frauen machen das auch. Im Dorf werden die schönsten Schafe prämiert. Das und mehr Geschichten aus Fischbürtermine gibt es nächsten Freitag bei SRF bei den Leuten, unser Dorf.
Sie sahen SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region». Das Migros-Label für regionale Produkte.